Es ist das Sportcoupé der Mittelschicht. Das Genialste, was jemals gebaut worden ist. Grundsolide. Ein richtig dufter Typ. Opel Manta. Weil man was vom Fahren versteht. Das Lustobjekt für Tuning-Fans. Das Auto ist dadurch letztendlich zum Kult geworden. Witzfigur der Nation. Das geht bei mir da rein und dann da wieder raus. Heute in Würde ergraut. Ich bin stolz, dass ich dabei war. Eine Auto-Ikone, der Opel Manta. Das ist nicht der schönste Manta. Auch nicht der schnellste. Aber der bekannteste. Nicht das Original, aber fast. Opel-Fan Tobias Sabo aus Schwenningen hat sich einen Traum erfüllt. Den Manta aus dem legendären Kinofilm nachgebaut. Der hat den Manta eigentlich erst zum Kultauto gemacht. Manta, Manta mit Til Schweiger alias Berti und Tina Ruland alias Uschi. Die Ruhrpott-Komödie, die Anfang der 90er den Opel zur Prollkarre degradiert. Das Klischee prägt den Ruf des Manta nachhaltig. Nur Schmerzfreie, sagt man, hätten sich mit Mantas damals auf die Straße getraut. Der Manta und Opels waren schon immer, hat mir schon immer gefallen. Und der Manta aus Manta, Manta von Berti, das war ja so der Übermanta. So die größte Veredelung eines Tuning-Objektes und das an der Manta. Und da habe ich ihn einmal gesehen und habe gewusst, dass ich das in meinem Leben auch mal brauche. Also quasi ein Lebenstraum erfüllt. Der Übermanta. Das sind 345er Schlappen, schrille Farben, scharfe Nocken und originaler Breitbau-Kit. Alles wie beim Vorbild aus dem Kino. Manta in Vollendung. Für das Projekt hatte Sabo einen zivilen Manta opfern müssen. Da muss man mit der Flex rein, mit dem Schweißgerät, mit allem Möglichen. Ja. Und die Breitbauteile an sich, die werden von innen her geschraubt, von außen genietet und verklebt und dann halt die Übergänge verspachtelt. Das ist, wie gesagt, nicht einfach nur hinklatschen und das ist dran, da muss man schon viel arbeiten dran. Der Manta ist so perfekt, dass es sogar ein Puzzle von Tobias Auto gab. Mit Miss Opel von 2014. Boah, ey. Macht man sich mit dem Nachbau-Manta zum Gespött der Leute? Ab und zu hagelt es Blondinenwitze, gibt Sabo zu. Aber im Allgemeinen mehr Lob als blöde Sprüche. Höchstens ein paar Original-Oldtimer-Fans, die auf Original stehen, die sind natürlich von so einem Plastikbomber nicht so begeistert. Aber wenn ich auf der Autobahn fahre durch die Stadt, da winken alle, fotografieren mit ihrem Handy und so. Also eigentlich nur positiv. Manta, nicht nur ein Auto, auch eine Lebensphilosophie, findet der Lackierer. Einmal Manta, immer Manta. Ein Motto, das die Manta-Szene in vielen Ländern zur verschworenen Gemeinschaft macht. Seit fast 50 Jahren. Auch er ist Manta-Fan. Rainer Mantai aus Hamburg. Er hat ein riesiges Manta-Archiv, das größte der Welt. Er präsentiert uns eine Rarität. Ja, das ist nicht zu rauchen, ein Manta-Fahrer. Diese aufblasbaren Manta-Rochen schmückten 1970 bei der Manta-Premiere die Autohäuser. Der Manta wurde so von der Decke abgehangen und darunter hingen kleine Postkarten dran. Deswegen haben auch nicht viele Mantas überlebt, weil die Händler natürlich ihre Postkarten mit Nadeln dran gemacht haben. Und das ist natürlich für einen aufblasbaren Rochen tödlich. Opel überließ nichts dem Zufall, startete für den Manta eine gewaltige Werbeaktion. Dann gab es natürlich entsprechende Namensschilder mit dem Manta-Slogan drauf für die Verkäufer. Hier so kleine Lenkdrachen, beziehungsweise so Drachen zum Abschießen, ein Bastelbogen, ein Feuerzeug, Streichholzbriefchen, Erfrischungstücher, Manschettenknöpfe, sehr elegant und eine Anstecknadel. Wie gesagt, jeder Mann sollte ein Mantamann sein.
Der Auslöser für die Manta-Welle ist er. Der Capri von Erzrivale Ford. Ein schickes Volkscoupé, ganz nach amerikanischem Muster. Endlos lange Nase, robuste Technik, Platz für die Kleinfamilie. Erschwinglich. 1969 schlägt der Capri ein wie eine Bombe. Opel hat in dieser neuen Klasse nichts auf Lager, droht den Anschluss zu verlieren. Man setzt Hoffnungen auf das Olympia-Coupé, eine Luxusvariante des B-Kadett. Aber der ist als Capri-Konkurrent zu klein. Das war die gleiche Karosserie, nur etwas luxuriöser ausgestattet. Aber auf diesen Haken sind die, haben die Opel-Fahrer nicht gebissen. Der Olympia A wurde dann auch gleich wieder eingestellt. Und da hat man schon gemerkt, dass der Kadett einer neuen Größe und einer neuen Zweckmäßigkeit zugeführt werden musste. Jede Familie hatte mindestens zwei Kinder. Und zu viert mit Urlaubsgepäck wird es im Kadett schon etwas eng. Die Klassiksammlung von Opel in Rüsselsheim. Wir treffen George Gerling, Ende der 60er, Designchef bei Opel. Vater des Manta nennen ihn viele. 1969 gelingt ihm ein Kunstgriff, der Opel Zeit und Kosten spart. Ein Nachfolger für den B-Kadett ist in der Entwicklung. Gerlien schnappt sich den Entwurf, macht ihn geräumiger, verpasst ihm eine längere Front. Fertig ist der Capri Fischer. Aber als Kadett? Der neue soll anders heißen. Manta, wie das Meerestier. Fische sind damals bei Autofirmen in Mode, besonders der Rochen. Fische sind schnell. Schnell im Wasser und schwer zu fangen. Und, die waren damals begeistert von Fantasie und Tiernamen für Autos. Stingray war der Corvette. Das war Barracuda. So Fische waren sehr populär. Und schnelle, sportliche Fische. Den neuen Manta von Opel. Sportlich schick. Mit schnellem Cockpit und tollem Anzug. Traumhaft sicher in der Kurve und stark. Die neue Manta-Formel von Opel. Einen Manta fahren, ein herrliches Gefühl. Es waren junge Familien, Anfang, Mitte 30, mit gutem Einkommen. Meistens war es der leitende Angestellte oder der Ingenieur oder der Lehrer, der Studienrat mit Familie, Frau, zwei Kinder. Das war so die Zielgruppe. Und diese Leute konnten sich dieses Auto dann auch leisten, weil sie wollten keinen Kadett haben und schon gar keinen Rekord. Löhne, Ostwestfalen. Manta-Treffen. Wer hier schlimme Tuning-Kisten erwartet, wird enttäuscht. Beim Manta A, der ersten Manta-Generation bis 75, gab es das kaum. Viele haben ihre Autos noch aus Erstbesitz oder von der Verwandtschaft geerbt. Gehütet, als wären es die eigenen Kinder. Herbert Kochs Ockergelber ist auch so einer. Baujahr 70, einer der ersten Manta, der jemals an Kunden ging. So besonders, dass er Vorlage für ein Modellauto war. Von Noref aus Frankreich. Die Firma nahm Maß, machte Fotos von jedem Detail. Auch vom Lautsprecher auf der Hutablage. Der Lautsprecher, der da hinten auf der Ablage ist, den hat es überhaupt nicht gegeben. Das ist Sonderzubehör und der wurde von meinem Vorgänger eingebaut. Ich habe nicht gewusst, dass die Firma Noref auch diesen Lautsprecher übernimmt. Seitdem ist er in jedem Manta der Modellbaumarke zu finden. Ich habe ihn bis heute auf der Hutablage belassen und da sitzt er heute noch drauf. Eine echte Rarität hat Manfred Henning aus Frechen im Stall, den Turbo. Opel-Händler aus England ließen den 1974 auf eigene Faust in Kleinserie fertigen. Der durstige Power Manta sollte die Leistungslücke zum stärkeren Capri schließen. Eine Idee zur falschen Zeit. Die Ölkrise verhagelte das Projekt.
28 Exemplare entstanden. 5 haben überlebt. Das Auto ist nur 3 Jahre im Straßenbetrieb gewesen, ist im Rallye-Einsatz gewesen und hatte dann einen Motorschaden und hat dann 30 Jahre lang in einer Garage gestanden, ohne dass irgendjemand davon wusste. Ist dann 2-mal weiterverkauft worden und dann konnte ich ihn dann übernehmen. Ja. 8.000 Mark, so viel kostet der normale Manta in den 70ern. Ein Sportler für die Arbeiterklasse mit 60 PS, etwas flügellahm. Porsche jagen, viel flach. Kunden mit mehr Geld griffen zur stärkeren Version mit 90 PS oder machten den kleinen Motor schärfer. So wie den hier. Ein Manta von 75. Der gehört Jacqueline Pusch aus Wümme. Eine originale Manta-Blondine. Das interessiert natürlich viele. Wir haben eine scharfe Nockenwelle eingesetzt, Sportkolben und einen größeren Zylinderkopf. Dann lass mal hören. Wow. Normalerweise ist das ja ein 1600er, also 60 PS. Und wir vermuten, jetzt hat er so 75. Aber der geht auch ganz gut ab. Mitte der 70er kommt der Manta als Gebrauchter auch für junge Leute in Reichweite. Für Raten und Benzin wird mit Schwarzarbeit nachgeholfen. Das Ersparte ins Auto gesteckt. Das Wichtigste war, man hat einen riesen fetten Aufkleber dann gehabt. Den hat man unten so an der Türe vorbei. Da war der Manta drauf gestanden in dieser Höhe. Das war das optische Tuning, eine schwarze Motorhaube, eine Heckjalousie, andere Sitze. Also man hat da, was man erwischt hat, man ist ja damals einer zum Schrotthändler gefahren und hat aus anderen Autos die Sachen rausgebaut. Also das hat es ja damals noch gegeben. Dann hat man dem 5 Mark gegeben und dann hat man mal andere Sitz drin gehabt. Also man lacht halt drüber. Aber Tuning war schon zum Beispiel so auf dem Wischer da, dieser dreiteilige Andrücker, das war schon Tuning. Zubehör, das heute schwer zu kriegen ist. Bei Teilen wird es ohnehin inzwischen dünn. Besitzer müssen hoffen, dass ältere Opel-Händler noch was im Keller haben. Oder man fährt in den Westerwald. Zu Eckhard Schneider. Der zeigt uns sein Manta-Lager unterm Dach einer Remise. Für Manta-Fans ein Schlaraffenland. Schneider hat fast alles. Auch Teile, die längst als vergriffen gelten. In meinem Lager sind in der Summe Teile von ungefähr 27 Manta A, die ich zum Teil selber geschlachtet habe. Ich habe aber auch mal ein größeres Lager von einem Bekannten übernommen, nach Hobbyaufgabe, der 13 oder 14 Mantas geschlachtet hatte. Und was halt schwierig ist, wie hier Chrom, liegt hier bündelweise, bekommt man auch nicht an jeder Ecke. Und was ist das? Das ist vom Kühlergrill die untere oder obere, das müsste ich jetzt nachgucken, Zierleiste, Chromzierleiste. Und sowas ist schon rar, oder? Das ist rar. Das ist absolut rar. Schneider wird aber nicht nur wegen seines Teilelagers geschätzt. Man nennt ihn auch der mit den Längsträgern. Die Fahrwerksteile, bei Manta eine Wundestelle. Rostfraß war quasi ab Werk inklusive. Nachschub, Fehlanzeige. Schneider entschied, die Dinger mach ich selbst. Ich hatte dann mit Pappe von meinem damaligen Manta, der hatte einen guten Längsträger. Da habe ich dann die Form abgenommen, Stückchen für Stückchen angepasst, zusammengetackert, auf ein Zentimeter dickes Blech übertragen. Und dann bei meinem Vater noch im dunklen Schuppen in der Werkstatt bei dem spärlichen Licht mit Einhandwinkelschleifer die Form da rausgeflext, einen ganzen Samstag lang. Und dann hatte ich halt die Form und musste mir dann nur noch das Blech beschaffen, das 1,5 mm Blech, um es dazwischen zu klemmen und die Längsträger zu machen. Den alten hier überlappen, verschweißen. Längsträger, die jedes Manta-Leben überdauern. Legendär in der Szene. Schneider hat natürlich auch einen Manta, seit 22 Jahren. Ein 1600er mit 80 PS. Nur fliegen, sagt er, sei schöner.
Mitte der 70er geht dem A-Manta nach fast einer halben Million verkaufter Autos die Puste aus. Neue Wettbewerber drängen in den Markt. Der Manta wirkt mit seinen 60er-Jahre-Genen altbacken. In Rüsselsheim spitzen die Entwickler die Stifte. Ein neuer Manta muss her. Der B soll anders werden. Zeitgemäßer, größer. So wie diese. Die atemberaubenden Studien von 1973 hat Opel nicht oft hergezeigt. Kenner sagen, das Aufregendste, was in Rüsselsheim jemals entworfen wurde. Zeitlos, elegant, aber für eine Fertigung zu aufwendig. Zu teuer. Das war für uns eine Möglichkeit zu experimentieren. Wir haben viele solche Dinge gemacht. Das war ein Teil von unserem Job. Aber die zwei haben wir behalten und sind stolz darauf, was wir damals gemacht haben. Man entscheidet sich 1975 für eine schlichtere Variante. Sie soll den Nerv von Käufern treffen, die gerade noch den Schock der ersten Ölkrise verdauen. Der Manta B ist vernünftiger, sparsamer, nüchterner, aber keineswegs langweilig oder unsportlich. Manta. Dynamisch. Rassig. Sportlich. Komfortabel. Sicher. Starten Sie Ihren neuen Manta. Man hat alle Schwachstellen, die der Manta A hat, ausgemerzt. Der Manta B hatte größere Innenraumbreite, mehr Kopfhöhe auf der Rückbank, größeren Kofferraum, kommoderes Fahrverhalten durch etwas mehr Spurweite und Radstand und so weiter. Man hat das alles etwas bequemer gemacht. Und das haben die Leute gewollt zu dem Zeitpunkt. Zumindest bis Anfang der 80er Jahre. Manta Mann. Wenn jemand den Titel verdient, dann er. Nicht nur, weil Uwe Worschech aus Eschwege diese schönen Modellautos hat, alles Manta B. Was anderes kommt ihm nicht ins Haus oder in den Schrank. Uwe und Schwester Doris blättern in ihrer Trophäensammlung. Fahrzeugbriefe von Mantas, die Uwe in den vergangenen 30 Jahren angeschafft hat. Der Stachel des Manta-Rochens sitzt tief. Auch bei Doris. Auch mal mit unter das Auto legen, bei Ölwechsel dann mal das Werkzeug zureichen oder bei Bremsen. Damit einer nicht dann, dass Uwe dann nicht ständig hin und her laufen muss, wenn er noch ein Werkzeug braucht oder Ersatzteile. Und da gibt's viel zu tun in Uwes Manta-Reich. 14 Manta B, es waren schon mehr. Alle fahrbereit. In rostfreiem Originalzustand. Worschechs Sammlung umspannt die komplette Lebensphase des Klassikers. 13 Jahre Bauzeit. Keiner läuft bei Opel länger vom Band. Mit 21 kaufte der Manta-Mann seinen ersten. Einen dunkelblauen GT. Den hat er noch. Ja, mein Opa hat mir noch Geld dazu gegeben, weil er meinte, es sollte nicht wieder so ein altes Auto auf den Hof kommen, was kaum noch einen TÜV schafft, wie der Ascona, den ich dafür abgegeben habe. Da hat er gemeint, Junge, dann kauf dir was Vernünftiges, dann kauf dir einen Neuwagen. Und da für mich immer klar war, dass wenn die Möglichkeit besteht, ich einen Manta kaufe, dann bin ich halt zu dem gekommen. Aber der Opa hat auch gesagt, kauf dir keinen GTE, da fährst du dich gleich tot mit, Junge, das ist noch nichts für dich. Der hat zu viel PS und deshalb ist es halt der mit 90 PS geworden. Das ist sein ältester, Baujahr 76. Zustand wie neu. Der Besitzer hatte ihn als Rentner angeschafft. Bis zum 91. Lebensjahr gefahren. Worschech entdeckte das Auto im Anzeigenblatt, fuhr hin und dann das. Ja, zuerst habe ich nicht reingepasst, weil er. Fahrersitz war halt ein Sitzbezug drauf und unter dem Sitzbezug war dann noch ein dicker Unterlegkeil, damit der kleine Herr überhaupt an die Pedale gekommen ist. Und ich bin doch ein bisschen größer wie er und da habe ich mich schon gewundert, warum passe ich nicht mehr in den Manta rein, wo ich doch in die anderen immer reinpasse. Uwe hat sich wegen seiner Manta-Leidenschaft schon viele Sprüche angehört. So geht es Besitzern schon in den 80ern, als der Manta zunehmend zum Inbegriff automobiler Peinlichkeiten wird.
Es ist der Autogeschmack der Arbeiterjugend. Heckspoiler, Frontschürzen, dicke Räder sollen Autos zumindest optisch schneller machen. Der Tuning-Wahn trifft auch Autos anderer Marken, aber keines so hart wie den Manta. Der Manta war halt spottbillig zu tunen. Das heißt, die Technik war Großserientechnik, die steckte unter Millionen Schrottplatzopfern, die man sich an einem Wochenende ausbauen konnte. Einen neuen Motor oder neue Achse war überhaupt kein Problem. Die Technik war beherrschbar. Insofern musste man da keine Klimmzüge machen. Die Basteleien bleiben nicht ohne Folgen. Der Manta wird zur Lachnummer. Manta-Witze füllen ganze Bücher, diskreditieren auch kreuzbrave Besitzer, die mit dem Tuning-Irrsinn gar nichts am Hut haben. So wie Uwe Worschech. Das fuchst den Manta an. Noch heute. Wenn es mir zu blöd ist, dann sage ich ja immer, warum kriegen Manta-Fahrer keine Hämorrhoiden? Die Arsche sitzen alle im Golf. Und dann ist erstmal Ruhe. Opel lässt das ramponierte Image keine Ruhe. Zumal der Manta 1982 vor einer Auffrischung steht. Man will mit Werbekampagnen gegensteuern. Der Manta als Auto für den Mann von Welt, den ultimativen Frauenheld. Der Manta steht nicht vor Imbissbuden, er steht jetzt vor Schlössern. Die Kampagne zieht nicht. Auf viele wirkt sie unglaubwürdig. Auch weil der Manta technisch längst veraltet ist. Motor vorne längs eingebaut, Starrachse, Schraubenfedern, Heckantrieb. Das war alles Stand der 60er Jahre. Opel konnte damit aber noch bis Ende der 70er ganz gut leben. Nur als der Manta dann 1982 geliftet wurde und für seinen zweiten Modellzyklus quasi fit gemacht werden sollte, kaufte man am Markt die biedere Technik Opel schon längst nicht mehr ab. Die biedere Technik hat auch Vorteile, etwa im Motorsport. Dank Heckantrieb soll der Manta 1981 an die Rennerfolge des Schwestermodells Ascona anknüpfen. Es schlägt die Stunde des Manta 400, des potentesten Manta aller Zeiten. Für Kenner und Könner steht im Prospekt. Er ist so ein Könner. Hans-Jürgen Schnabel aus Hessen lässt es mit seinem Manta 400 normalerweise nur auf Rennstrecken rocken. 280 PS bei unter einer Tonne Kampfgewicht. Von 0 auf 100 in weniger als 6 Sekunden. Der Manta 400 war nie eine Familienkutsche. Schnabels Exemplar ist ein ganz besonderes. Der originale Werkswagen von Opel, den Motorsportlegende Walter Röhrl fuhr, ein einziges Mal. 1982, die Rallye Westfalen-Lippe. Das Auto fiel Schnabel durch Zufall in die Hände. Es gab drei Stück von diesen Vorserienfahrzeugen, die wurden dann von Opel in 89 zum Verkauf gestellt. Und dann in den Laufe der Jahre wurde dann das Fahrzeug verkauft an einen Rentner aus der Wormser Ecke. Und der wusste dann irgendwann nichts mehr damit anzufangen. Er wurde zu alt, das Auto zu schwierig und hat ihn dann veräußert. Hat er gewusst, was das für ein Schatz ist? Er wusste nicht, was das ist. In den 80ern soll der Power Manta den Verkauf der zivilen Variante befeuern. Aber es gelingt ihm nicht. Seine Karriere viel zu kurz. Gegen den Siegeszug der Allradkonkurrenz kann er auf Rennstrecken wenig ausrichten. Als Opel das Projekt 1984 begräbt, ist Rallye-Weltmeister Röhrl längst in Diensten von Audi. Sein Opel-Herz schlägt noch heute. Es gibt gerade jetzt hier zu seinem 70. Geburtstag so einen Artikel, wo er dann sagt, also der Opel, das war eigentlich so ein Auto, unkaputtbar, wo man sich gerne reinsetzt und man wusste, man konnte auch 1000 Kilometer fahren, ohne dass Komplikationen gab. Kein Wunder, dass der flotte Manta auch heute noch sportlich mitmischt. Das Publikum spendet artig Sonderapplaus, wenn der Oldie mit Fuchsschwanz auf dem Nürburgring gegen die Moderne kämpft. Und man leidet, wenn er abfliegt. Bei rund 100 Langstreckenstarts hat der Manta mehr als 40 Klassensiege eingefahren. Respekt.
Nirgendwo liegen Kult und Komik so eng beieinander wie beim Manta. Und es mag ein besonderer Spaß des Schicksals sein, dass es ausgerechnet dieses Spottauto bis ins Bonner Haus der Geschichte schafft. Nicht wegen 18 Jahren Bauzeit, sondern weil er als schlimme Prollkarre dem deutschsprachigen Kinofilm auf die Sprünge hilft. Manta Manta, ein Tritt ins Blech des Dauerbrenners, der zum Zeitpunkt der Premiere schon seit 3 Jahren in Ruhestand ist. Die PS-Komödie lockt 1991 mehr als 1 Million Menschen in die Kinos, später mehr als 11 Millionen vor die TV-Geräte. Welches andere Auto hätte das geschafft? Noch irgendwo Til Schweigers öliger Fingerabdruck? Oder ein Goldhaar von Tina Roland, die als Friseurin Uschi besonders tief im Klischee rührt? Tina ist extra aus Berlin gekommen. Sie hat sich auf ihn gefreut. Nicht auf Berti, auf den Manta natürlich. Den hat sie lange nicht gesehen und viel zu verdanken. Das war für mich natürlich auch eine ganz große Sache. Erster Kinofilm. Und uns war nicht bewusst, logisch, wie groß das mal wird. Aber das deutsche Kino war ja auch zu dem Zeitpunkt nicht gerade so voll mit deutschen Filmen. Also es gab es kaum. Und dann war das schon was ganz Besonderes. Und dann Bernd Eichinger als Produzent war ein Begriff. Und man war sich schon bewusst so, wow, wir arbeiten hier mit richtig großen Leuten zusammen. Das war schon besonders. Ich meine, ich bin seit 27 Jahren dabei, aber ich muss eigentlich immer nur eins sagen, ich bin die Uschi aus Manta Manta und dann weiß jeder, was gemeint ist. Und das ist so toll, also ich bin da so stolz drauf. Okay. Darf ich auch noch und deswegen gibt es noch ein Autogramm. Til Schweiger hatte sich hier auch schon verewigt. Mit dem würde Tina Roland gerne eine Fortsetzung drehen. Ideen fürs Drehbuch gibt es. Ich war schwanger am Ende des Films. Das heißt, ich habe mindestens ein 26-jähriges Kind. Oder wir haben das. Was ist aus denen geworden? Was machen die jetzt? Suchen die vielleicht den Manta, um irgendwas zu unternehmen? Weil da sind so viele Möglichkeiten. Man könnte einen Roadmovie draus machen. Man kann den Manta auf die Suche nach dem Manta gehen, um, weiß ich nicht, die alte Liebe wieder zu entdecken. So viele Möglichkeiten. Auch wenn der Kinospaß bei Manta Narben hinterließ, den Spott hat er abgestreift. Aus dem Prügelknaben ist ein veritabler Klassiker geworden, über den kaum noch einer Witze reißt. Das Auto ist dadurch letztendlich zum Kult geworden. Der Manta A war von dieser ganzen Filmmasche etwas abgekoppelt. Nie Ziel des Spots, der Manta B schon eher. Aber wenn man heute noch einen Manta auf freier Wildbahn sieht, Manta B spreche ich jetzt mal davon, da gehen auf der Autobahn die Daumen hoch. Findet man cool, wenn einer so eine Kiste noch fährt. Ein Musiker geht nicht und sagt, heute schreibe ich einen Hit. Man geht und sagt, oh, heute mache ich ein bisschen Musik. Und man kann Glück haben oder nicht. Und der Manta war ein Hit. Und nicht jedes Auto wird so. Und so war es interessant, dabei zu sein. Und wenn es zu Ende war, war es zu Ende. Und dann, ein Jahr später, merkt man, dass es was Besonderes war. Der Opel Manta. Geliebt, gebraucht, verspottet. Verflucht. Und heute? Gesucht. Eine Auto-Ikone. Die Zeit heilt alle Wunden.